Der nächste bitte. Eine Frage, haben Sie schon Therapiebericht? Arztpraxis Ufermann, einen schönen guten Tag, die Schwester Natalie am Telefon. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Natalia Schneidmiller, 50 Jahre alt. Seit 17 Jahren arbeite ich als medizinische Fachangestellte in Berlin in einer Praxis für Allgemeinmediziner. 1994 kam Natalia mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland, auch um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das Ziel ist auch erreicht mittlerweile, ja. Ich habe 3 Kinder, alle 3 Kinder haben hier Abitur geschafft. Ich bin die glücklichste Mutter und ich bin sehr stolz auf die Kinder. Auch sie selbst ist erfolgreich in ihrem Job. Aber der Neuanfang in Deutschland war nicht immer einfach. Ihr russisches Diplom als Grundschullehrerin wurde nicht anerkannt. Die Sprachhürden waren groß. Ich habe viele Wörter nicht gewusst. Zum Beispiel einfachste Wort Staubsauger, ja? Oder Kühlschrank. Ich könnte nie das merken. Dann dachte ich, wie mache ich das? Dann habe ich auf Zettel geschrieben und wo ich gekocht habe, habe ich aufgeklebt. Wo ich saß am Fernsehen, aufgeklebt. Überall die Zettel hangen, ja, mit deutschen Wörtern. Das hat auch was gebracht. Ja, der nächste bitte. Kommen Sie mit mir mit, bitte. Und damit ich Deutsch lerne, habe ich ersten Job angenommen als Köchin. Nach 6 Jahren habe ich aufgehört, weil die Firma war pleite. Und dann stand ich auf der Straße und dachte, was mache ich jetzt? Ich wollte unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten, durch auch ersten Beruf, weil ich brauche die Kontakte, soziale Kontakte. Ja? Und ich bin so ein Mensch, ich möchte auch anderen helfen. Dann war ich in einer allgemeinmedizinischen Praxis, wo ich jetzt auch arbeite, bei meiner jetzigen Chefin. Und dann habe ich gefragt, ob sie möchte gerne eine Umschulerin haben. Ja? Und sie war einverstanden. Wichtigste Bereiche sind in der Praxis Rezeption und Laborbereich. In Rezeption natürlich viel Kontakte mit Patienten, Telefongespräche, Terminvergabe, Rezepte ausstellen, verschiedene Verordnungen ausstellen. Und du hast wirklich viel zu tun vorne, ja. Und da musst du auch nett bleiben, ja. Die Menschen kommen krank zu uns, ja. Und muss man sonst Verständnis haben für sowas. Und wenn du bist so oberflächlich, dann glaube ich, bist du falsch an falscher Stelle einfach. Muss schon ein bisschen mehr dran sein für diesen Job. Wenn auch nicht einfach ist, manchmal. Oder öfter. Ich mag sehr Labor, Blutabnahme. Ich mag Spritzen, obwohl ich Spritze selber Angst habe von Spritzen. Aber spritze ich gerne anderen. In diesem Zimmer ist bei uns auch Lungenfunktion, Wundverbände machen wir, Impfungen auch. Das machen wir auch als MFA, medizinische Fachangestellte dürfen wir alles machen. Das ist auch große Hilfe für Chefin. Darf ich mal? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Macht man Teambesprechungen regelmäßig. Wenn die Probleme gibt, dann besprechen wir auch die Probleme. Mit Chefin kann man wirklich auch offen sprechen. Ja, das ist kein Problem und kein Thema. Schulungen und Fortbildungen sind wichtig für Ihre Arbeit als medizinische Fachangestellte. Du musst auch wissen, wann du darfst, was ausstellen, wann nicht. Das lernt man natürlich alles durch Fortbildungen, was du machst, immer wieder. Weil du musst immer auf frischem Stand bleiben. Die Zeit rennt. Nach so vielen Jahren habe ich schon was erreicht hier. Deutschland ist für mich eine neue Heimat und ich habe mich hier nie fremd gefühlt in diesem Land. Natürlich muss man wirklich auch fleißig sein und nicht aufgeben einfach, immer weiter. Wenn auch stolperst du irgendwann, trotzdem fängst du wieder an und lernst du wieder. Lernen, lernen, lernen. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Durch Lernen wirst du alles erreichen wahrscheinlich. Als medizinische Fachangestellte bleibe ich. Das ist mein Beruf, liegt auch sehr am Herzen. Ich mag einfach, ich liebe meinen Beruf. So, 15.15 Uhr, ja? Wird man älter auch mit Patienten zusammen, mit ihren Geschichten. Weil kennt man auch Enkelkinder und Kinder und das ist wirklich so ein Kontakt, richtiger, enger. Ich denke mal, das ist so ein wirklich schönes Erlebnis, was du erlebst hier. Als Dankeschön auch Wort von Patienten. Wie kann man diesen Beruf nicht mögen? Stimmt.